Herzlich willkommen, liebe Freunde. Diesmal aus dem Auto, denn ich bin live unterwegs. Biegen Sie rechts ab. Ja, rechts abbiegen, habt ihr gehört. Live auf dem Weg zum Flohmarkt-Camp. Ich freue mich. Ja, es werden viele da sein. Patron wird da sein. Tequila wird da sein. Retro-Monkeys werden da sein. Mr. Breakmans, Patrick Soccerbude, die Nine, Halftime-Resellerin, Metal Flow, ja. Ich weiß nicht, Trainingsjacken Freddy wird da sein. Es werden so viele da sein, es wird so gut. Ich werde ein kurzes Video jetzt machen. Ich werde euch ein paar Eindrücke zeigen. Mal gucken, was ich alles so aufnehme. In 300 Metern links auf die Autobahn Richtung Bremen abfahren. Ja, Richtung Bremen, wissen wir. Und ja, seid gespannt. Ein kurzer Zusammenschnitt, ne? Es wird grandios. So, liebe Freunde, nach zweimal Stau und insgesamt, glaube ich, 1,5 Stunden, ich bin begeistert, bin ich jetzt an der Raststätte, sieht man nicht viel von, und ich habe jetzt noch eine Stunde vor mir. Alter Schwede, ich bin froh, wer ich da bin, und dann, ja, mal gucken, was da so los ist. Sind wahrscheinlich schon alle da, ich bin wahrscheinlich der Letzte, weil ich ja, im Stau stand oder so. Aber wie gesagt, immer vorsichtig fahren, ne? Wisst ihr Bescheid. Und ihr seht ja, das Wetter ist grandios. Also wir haben Glück. Wir haben sehr viel Glück. Und jetzt die letzte Stunde, hoffentlich ohne Stau. So, liebe Freunde, endlich angekommen nach zwei Staus. Aber es hat sich gelohnt. Ich bin jetzt hier vor meinem Bungalow. Und ich bin direkt am Wasser. Ja. Wir haben 30 Grad heute. Nach drei Wochen Regen, 30 Grad, und das brauche ich jetzt. Jetzt packe ich mal eben aus und dann gucke ich mal eben, wo die andere Bande ist. Die sind nämlich auf der anderen Seite irgendwie, auf dem Zeltplatz. Und ja, ich melde mich gleich, ne? Wisst ihr Bescheid. Hey Leute, was geht, was geht? Hier, Patron hier abonniert mich. Patron abonniert mich, genau. Das Ding hast du auf der Brust. Nee, Quatsch, ja klar, hier so, oben auf dem Kopf. Ich hab das oben auf der Mütze. Ich hab das Bild komplett abgeguckt. Also mal so ein Rundumschlag. Hier, das ist die Satze. Jo. Guck mal hier, der Entertainer da hinten, da ist er, der Tequila. Hier mitten im Livestream, die unterhalten sich gerade über ein Wohnmobil oder so. Ich weiß es nicht. Alle da. Nine baut gerade da hinten ihr Zelt auf. Da. Und Freddy fehlt noch, aber dann sind wir vollzählig. Ja. Jetzt sind wir gerade im Livestream. Und mal gucken. Gleich wollen wir noch grillen. Ne? Wisst ihr Bescheid? Ich melde mich bestimmt gleich nochmal. Ja, schönen guten Morgen. Die erste Nacht im Flohmarkt. Camp habe ich hinter mir. War ganz okay. Ich war jetzt schon duschen. Ich habe mich jetzt schon einigermaßen frisch gemacht. Ich bin noch ein bisschen müde. Die Jungs und Mädels bauen da hinten gerade ein bisschen Pavillon auf, weil es nieselt ein bisschen. Gestern war Powerwetter, heute nieselt es. Mal gucken, ob wir gleich irgendwie mal mit einem Kartenstream anfangen oder was wir jetzt auch machen. Ich habe keine Ahnung. Das organisieren die Jungs und Mädels da hinten. Ja, das Wetter ist heute nicht mehr so gut wie gestern. Aber vielleicht wird es ja noch. Wir haben jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 11 Uhr oder so. Halb elf, elf. Und ja, ihr wisst Bescheid. Bis später. Moin. Wie war denn die erste Nacht? Sehr bequem. Ich habe echt gut gepennt. Ohne Witz. Zufrieden? Ja, habe ich gut gekauft. Auf der Matratze? Ja. Hast du gut gekauft? Ja. Ist neu? Na, ja, alles neu hier drin. Alles neu. Und du alles hast neu. Super geholfen. Also deswegen wahrscheinlich. Das hat sie jetzt nur so gesagt. Jetzt erstmal einen Kaffee. Und dann mal gucken, wie es weitergeht. Das kleckert hier ja ohne Ende, Alter. Und wie war deine erste Nacht? Ja, ich schätze mal ähnlich wie deine. Wir sind ja quasi Nachbarn. Ja. Wir teilen uns praktisch ein Bungalow mit einer kleinen Wand. Genau. Und ja, irgendwie, ich habe gehört, dass mitten in der Nacht was los war, dass da Leute draußen waren. Das war wahrscheinlich der Umzug von Freddy. Wahrscheinlich. Aber ansonsten, ich habe ganz gut geschlafen, so 6 Stunden ungefähr. Das reicht aber auch. Ist okay. Das langt. Ja. Und Madame, moin. Ich habe nicht gut geschlafen. Nein, Skandal. Ja. Das musst du erzählen. Soll ich das jetzt nochmal erzählen? Ja.
Ich hatte einen Käfer. Ein Käfer? Im BH. Im BH? Ja, und der ist die ganze Zeit hin und her gerannt. Ja, und ich habe gedacht, ich bilde mir das ein, aber morgens habe ich ihn dann tatsächlich tot unter meinem Rücken gefunden. Also wir können den Käfer nicht befragen, wie es war? Nee, das können wir nicht. Der ist tot. Der ist tot jetzt. Und ganz viele Spinnen hatten wir. Und ganz viele Große. Spinnen. Aber sonst war die Nacht okay? Sonst war die Nacht okay und das Bett ist auch gemütlich. Sehr gut. So, ja moin. Morgenreport, wie war deine erste Nacht? Boah, komisch, weil ich bin ja nicht der Camper. Meine Frau ist auch ein bisschen... Er schläft da übrigens. Ja, meine Frau ist eben ein bisschen sauer auf mich, weil ich hasse Campen eigentlich und dann fahre ich in ein YouTube-Camp. Also, ja, das macht er nur, weil wegen Fame und ja, so. Ja, genau. Jetzt ist es raus. Nee, war okay. War zwar ein paar Mal wach, weil ich ein paar Geräusche gehört habe, aber das habe ich wahrscheinlich nur eingebildet, weil... Ja. Und wie hast du geschlafen? Ich habe... Mir ist das Lattenrost weggeknallt. Oh. Ja. Warst du zu wild? Ich war zu wild. Okay. Ich habe mich eigentlich nur reingelegt, aber... Okay. Ja. Aber es war okay. War okay. Nein. So, Morgenreport geht weiter. Wie war deine erste Nacht? Also die Nacht war gut, ich habe gut geschlafen. Außer ich hatte um 2 Uhr einen kleinen Angriff. Motten waren da, eine Spinne war da. Musste die erstmal entfernen. Niki Dean hat einen Käfer im BH. Leider, ich war nicht dabei. aber Nacht war echt gut. Ich habe gut geschlafen, wirklich. Aber da waren halt so mysteriöse Geräusche. Ich habe gehört, Freddy hatte einen kleinen Vorfall. Freddy hatte einen Vorfall, ja. Da werden wir ihn gleich nochmal zu befragen. Um 3 Uhr nachts einfach ein Auto rum durch meinen Bungalow. Ja, er schläft auch im Bungalow. Ansonsten war gut. Moin. Guten Morgen. Und wie war's? Die erste Nacht? Die erste Nacht war nicht so toll. Erstmal Umgewöhnung und eigentlich sollte es ja sehr warm werden. Es war irgendwie doch kühl und ich habe gefroren wie ein Schneider. Ja, ich hatte nur eine dünne Säcke dabei und jetzt bin ich nicht ganz so ausgeschlafen. Aber trotzdem gut drauf. Also die beiden Retro-Jungs, die schlafen da? Genau. Und er hat, ich glaube, auch bescheiden geschlafen. Bescheiden? Serge, wie hast du geschlafen? Er kriegt gar nichts mit. Er hört nicht zu. Er ist voll drin. Er ist im Business. Und so. Genau. Geld zählen. Nein, das leider nicht, aber für den Kanal weiter mit Technik, wie du sagtest, Kameras testen und so. Und aber der Abend war gestern war cool, hat Spaß gemacht und die Nacht leider nicht so, aber gut. Irgendwo muss man Abstriche machen. Schwund ist überall. Genau. Ja, moin, herzlich willkommen, Leute. Was war da los? Es interessiert uns alle. Es gab einen kleinen Vorfall bei uns im Bungalow, würde ich mal sagen. Also wir sind eigentlich nicht anspruchsvoll, würde ich echt sagen. Ne? Also wenn da jetzt mal ein paar Spinnen hängen und so, das ist uns eigentlich egal. Aber wir saßen auf dem Bettchen um 2 Uhr, da wollten wir ins Knacken gehen. Da haben wir da irgendwie so ein komisches Schaben gehört, oben in der Ecke. Habe ich mal geklopft, da kam ein Klopfen zurück. Und da sind wir uns ziemlich sicher, dass da irgendwelche Ratten oder Mäuse waren. Oder Hornissen, ich habe keine Ahnung. Dann lagen da unten noch so kleine Mäuseköttelchen hinter der Couch. Und dann ist noch eine Hornisse reingeflogen und dann haben wir gesagt, komm, wir pennen im Auto. Jetzt ist Schluss. Jetzt ist Schluss. Hier ist eine Grenze erreicht. Und man muss sagen, wir haben tatsächlich das teuerste Bungalow. Und das ist mit Abstand das beschissenste Bungalow. Also Wahnsinn. Und wo habt ihr jetzt geschlafen? Wir haben letztendlich in meinem Mazda 3 hinten geschlafen auf 3 Flohmarkttischen. Zu zweit. Wir haben so ein bisschen gequollene Augen, aber es ging einigermaßen klar. Also war okay auf jeden Fall. Ne? Aber die anderen haben nicht schlecht gestaunt heute Morgen. Also es war schon hart. Also war ein bisschen hart, muss ich sagen. Und ja, Zugzwang, sag ich jetzt einfach mal. Wobei ich aber sagen muss, als die Video rausgekommen ist, haben wir uns die Mario Maker Version geholt. Und da wir schon viel auf der Wii gespielt haben, war natürlich die Wii. Ein Kochstream darf natürlich auch nicht fehlen. Niki Dean hat sogar ihren Thermomix mitgebracht. Es gibt Spaghetti und es gibt sogar noch Eis wohl nachher. Da sind wir mal gespannt. Jetzt geht natürlich noch unsere Aktion los, unsere Mauktion. Und wir hoffen natürlich, dass einiges zusammenkommt. So, liebe Freunde, die Auktion ist jetzt vorbei. Es hat sich mega gelohnt. Auch hier nochmal vielen, vielen Dank an alle, die bei mir mitgeboten haben und alle Spender. Ich habe so viele Spenden gekriegt. Richtig cool. Das Tierheim Cuxhaven wird sich mega freuen. Ihr seht das. Wir räumen jetzt gerade noch ein bisschen um. Technik weg und so. Jetzt wird ganz ruhig der Abend ausklingen lassen. Wir lassen den Abend ganz ruhig ausklingen. So, mein Kopf ist... Und wir essen jetzt noch was und
haben noch einen schönen Abend, noch eine schöne Zeit. Wie gesagt, vielen, vielen Dank. Richtig geile Community, richtig cool. Hat mich sehr, sehr gefreut. Freddy war grandios, hat Preise hochgetrieben. Hat er gut gemacht, der Junge. Hat er sehr gut gemacht, muss man ja sagen. Er auch. Hat Spaß mega gemacht. Mega, auf jeden Fall mir auch. Immer wieder gerne. Sofort, sofort. Und ja, wir essen jetzt was und dann vielleicht schmeiße ich die Kamera nochmal an. Sonst morgen früh, ne? Also, haut rein. Hallo. Schön, mich da, hallo. Ja, ich bin auch da. Wollen wir nicht unsere Stühle holen, so ein Kreis machen? Nö, kein Bock. So Hexenritual? Nö, kein Bock. Leute, hallo, hallo, wer möchte jetzt Bratwürstchen? So, halt, stopp. Ja, herzlich willkommen, liebe Leute. Der dritte Tag im Prinzip. Wir lassen das Flohmarkt-Camp jetzt ein bisschen ausklingen. Da hinten seht ihr, wir gehen jetzt, glaube ich, nochmal irgendwie online oder so. Ich weiß es gar nicht, was jetzt los ist. Wie war's denn? Also ich war sehr positiv überrascht. Mir hat es sehr gut gefallen bis jetzt. Und es gefällt immer noch, weil wir bleiben noch etwas hier. Ja, ein bisschen bleiben wir noch. Ich weiß gar nicht, wie spät es jetzt ist, ehrlich gesagt. Ich glaube, wir müssten jetzt gerade so kurz nach 12 haben. Lasst mich gerade mal schauen. Dauermoment, braucht ein bisschen länger. Ja, Rentner halt. Ne? Rentner. Genau, wir haben jetzt, ich hab die Brücke gar nicht an, du hast dann 12:46. Okay. Ne? Also wir gucken jetzt nochmal, die Retro Monkeys haben da noch irgendwas vorbereitet mit ganz leckeren Spezialitäten irgendwie. Da machen wir jetzt nochmal irgendwas und bist zufrieden? Ja, war alles gut? Also es war sehr wunderbar. Bist du zufrieden? Auch mit Patrick Zockerbude zufrieden? Mit Patrick oder Zockerbude zufrieden, echt? Ja, ja, gut, aber bestens, alles bestens weiter. Ja. Er ist ja erst am Samstag gekommen. Also egal, was er von den Leuten in den Videos haltet, privat sind sie wie eine Familie. Das erwärmt mein Herz. So sollte es sein. Und so war es gemeint. Jetzt klein, komm ich rein. Guten Tag. Ja, servus. Ja. Was ist das? Wie ist dein Fazit? Perfekt. Kann sich besser sein. Nächstes Jahr wieder? Ja, klar. Safe. Sofort? Safe. Sofort. Ja. Siehst du. Zufrieden. Gleich Ticket gebucht. Nee, war alles gut? Alles gut, alles ja. Bestens. Leute haben sich gut verstanden. Was machen wir jetzt noch? Weiß das irgendjemand? Fressen. Machst du da mit bei den Monkeys? Ja, aber ich werde nicht alles essen. Ja. Du suchst dir wer aus. Samse macht mit bei den Monkeys, da sind wir gespannt. Beim Reizmagen ist er dabei. Hier, beim Reizmagen bin ich dabei. Hier, das ist das, was die... die drängen sie sich ins Bild. Leider, ich bin noch nicht dran. Hier, das ist das, was die Monkeys hier vorbereitet haben. Hier. Jetzt darf ich. Was sagst du denn? Fazit. Fazit? War okay. War okay, ne? Patrick Zockerbude hat es ein bisschen versaut. Der hat ein bisschen versaut, ja. Schwierig. Und vom Opa brauchen wir gar nicht erst ja, an. Was soll ich sagen. Aber sonst bist du zufrieden? Ja, doch, zufrieden? Definitiv. Könnte man wieder machen, ja. Könnte man wieder machen, eventuell. Glaube ich auch, Denke ich, das würde gut. Dann noch mit vielleicht noch zwei, drei anderen Leuten damit zu, die jetzt leider nicht dabei sein konnten. Genau, und vielleicht das nächste Mal auch. Wir vermissen euch. Nein, doch. Aber da könnte man sich das nächste Mal auch dann noch gleich andere Sachen wieder überlegen. Diese? Auf jeden Fall. Ja. Sehr gut. Ich glaube, es geht jetzt irgendwas los. Diese? Patron muss jetzt hier Hoden essen. Känguru-Hoden. Ich komme gleich nochmal. Hast du? Jo. Hast du? Ich bin noch nicht sicher. Hast du jetzt? Ist ja, Wolf. Ja, ich denke, ja. Ja, ja, ja. Cut. Und wie ist es? Gut. Gut? Die Begeisterung! Gut. Ist gut. Alles klar, danke schön. Fertig! Feierabend. Danke für alles, war nett, dich kennenzulernen. Schön, dass wir uns waren. Wie war's? Erzähl super, mal was. Super, also wir haben uns hier alle wirklich gut verstanden. Soll ich es dir erzählen oder soll ich in die Kämpfe? Du kannst gerne, wie du möchtest. Ja, und wir haben uns sehr viel unterhalten, Toy Tanner und ich. Hätte ich nicht gedacht, dass ich mich mit Toy Tanner so gut verstehe. Ich rede halt. Wir haben viele gemeinsame Ansichten tatsächlich, hätte ich auch nicht gedacht. Hallo, wir haben gestern Salamander zusammen gerettet. Das stimmt, wir haben Salamander gerettet. Da habt ihr nichts gesagt. Eine Eidechse. Und eine Eidechse. Video zu. Eine Baby-Eidechse. Nee, wir hatten kein Handy in der Tasche. Wir waren am Strand und dann lief der da. Ja, und ansonsten sind die Leute echt super nett. Keiner... Aber auch wirklich, keiner ist abgehoben. Alle. Ja, doch, Freddy. Wirklich sehr nett. Mir würde da schon einer einfallen. Du, ich. Nein. Ich? Nein. Ich habe es gerade eben schon mal gesagt, ich sage es gerne nochmal: Patrick Zockerbude. Ach ja, stimmt, ja. Wir haben irgendwie
Hast du recht. Wir, das ist eine Hassliebe. Das ist eine Hassliebe. Ja. Da baut sich was auf, ich merke das. Ich merke diese Schwingung, die sich da aufbauen. Ich merke das. Er hat auch gestern Nacht immer gegen eine Wand geklopft und so. Er hatte Sehnsucht. Damit ich nicht schlafen konnte. Ja. Hm. Aber sonst war gut. Nächstes Jahr wieder? Nächstes Jahr wieder. Nächstes Jahr wieder? Auf jeden Fall. Ich bin dabei. Sehr gut. Sehr geil. Moin. Du machst da gleich mit oder was? Schön den Kram da essen von den Monkeys oder? Ich mach da mit, aber ich esse nichts. Ja, dann weil ich gewinne. Ach, weil er gewinnt. Weil ich gewinne. Ja. Patron ist halt ein Siegertyp. Deswegen. War gut? Gewinner. War Cam gut? Cam war sehr gut. Camp vor allem, der hat neben mir gewohnt im Bungalow. Fast. Jeden Abend Karten gespielt, war richtig gut. Ja, nee, war gut. Nächstes Jahr wieder im Hotel, aber? Im Hotel. Ja. Sehr gut. So, ich gehe jetzt rüber zu den Leuten. Vielleicht gewinne ich ja Hauptpreis. Wir sind was gespannt. Ist Hauptpreis? Was ist Hauptpreis? Hauptpreis? Was ist der Hauptpreis? Du darfst gesund nach Hause fahren. Hallo. Was ist los? Buh. Ja, alles gut. Was ist besser? Wenn wir ihn hergeben, ein Mikro? Ich bin der Mechaniker hier. Ich hab keine Ahnung, was ich hier mache. Ich hoffe, die Kiste bringt uns wieder heim. Ja, das hast du Angst ein bisschen, dass die Kiste euch nicht wieder zurückbringt? Ein klein wenig, weil wir hatten schon, als Sascha mich abgeholt hat, Startschwierigkeiten. Kommt bei mir in die Einfahrt, will anmachen, ging gar nichts. Eieieiei. Oh, der sieht doch noch frisch aus da. Ist ja erst knapp 30 Jahre alt. 1990, Baujahr 1990. Ja. Ja. Der Papa zu mir sagen, bin ich ja sogar älter. Ich drücke euch die Daumen. Danke. Die Retro-Monkeys machen gerade ihr Quiz. Patron ist natürlich wieder völliger Bruch. Man erwartet nichts anderes. Ist aber lustig, seid gespannt, seht ihr alles bei denen auf dem Kanal. Waren schon geile Antworten dabei, geile Fragen, die Gesichtsausdrücke bei den Fragen. Ja, guckt es euch einfach an bei den Rigro Monkeys auf dem Kanal. Und, es wird witzig. Ich muss alles wieder zurücknehmen. Patron ist doch gar nicht so bruch. Es macht er ganz gut. Also, Halftime-Resellerin musste gerade sehr scharfen Senf essen. Das sah nicht so angenehm aus, aber ja, Patron doch gar nicht so schlecht. Nur Halbbruch. Der Fisch wurde geöffnet. Oh, ich riech's jetzt schon. Das Ding stinkt wie die Sau und ich hab was vor der Nase. Und es sieht auch widerlich aus. Ja, das sieht aus. Aber alles wird komplett. Leo! Und es riecht wirklich. Komm! Komm, Leute, komm! Weiter, du musst richtig nah ran. Oh. Was ist los? Nee, Tee? Spielzeug für dich. Oh. Tomek, oh, mir drehen die Augen. Oh. Mir drehen die Augen, ich muss weg. Oh. Hat er gegessen? Ja. Noch genug übrig. Wie schmeckt's? Verlierer, essen. Er kämpft noch. Ja. Hast du schon aufgemacht? Hä? Ja. Nee. Hat eine Geräte drin. Und? Patron Brunnen. Aber ey, Tomek, Respekt. Wow, Respekt. Eine richtige Maschine, Alter. Sag mal was zum Geschmack. Tomek, Es schmeckt scheiße. Alter, Fisch mit Kohlensäure, Alter, schleimig. Es riecht ekelhaft. Leo, guck mal, die ganzen Fliegen kommen an. Ja, ja, es riecht, Leo, aber riech. Nur, wenn man nah ran will. Da kommt sofort ein Würgereflex, ne? Sofort. Wenn man die Dose aufmacht, da ist alles. Das ist nicht so. Fliege kommt. Und der wirkt immer noch. Ey, weiter. Man muss schon nah ran gehen. Weiter, da ist ja noch zu trinken was. Ja, aber wenn du nah rangehst, kommt sofort ein Würgereflex. Das ist ekelhaft. Haben wir den Pfeifen können? Komm doch nochmal her. Sapse. Oh, nee. Oh, ist das ekelhaft. Aber leer trinken. Nein, nicht noch. Oder soll ich noch ein? Kann ich gerne machen. Nein. Egal, du hast gewonnen. Tomek, hast du meinen Respekt. Tomek, was ist schlimmer? Der Geruch oder der Geschmack? Der Geschmack? Im Mund zu haben und dann du merkst, das blubbert und es ist Kohlensäure, es gärt. Und er sagt dir halt wirklich auch der Kopf direkt, da stimmt irgendwas nicht. Jetzt kommt der mit dieser Nahrung stimmt irgendwas nicht. Wir hatten gestern nahrhaftes Essen. Nicht nahrhaft. Ja, Nudeln. Aber ich sag dir, du hast das Ei gegessen, du hast das gegessen. Für mich bist du Gewinner der Herzen. Ja. Maschine! So, liebe Freunde, das Flohmarkt-Event 2023 neigt sich dem Ende. Wir packen alle zusammen gerade und wir haben alle noch eine relativ lange Heimfahrt.
manche 3 Stunden, manche 4 Stunden. Metal Flow, glaube ich, sogar 5 Stunden. Bernd auch 4,5, glaube ich. Und ja, es war schön, aber jetzt ist es vorbei. Ja. Grüße gehen auch nochmal raus an alle, die dabei waren. Ja, ihr wisst Bescheid, Freddy und Patrick und Metal Flow und Mr. Breakmans und Tequila und Patrick und Patron und Nikki Dean und Halftime Resellerin. Und Grüße gehen auch raus an alle, die dabei sein sollten, aber leider absagen mussten. Und ja, es war toll. Und ich wünsche allen eine schöne Heimfahrt und bis zum nächsten Jahr. Haut rein.